Film schon seit 16 Sekunden. 16 Sekunden schon? Ja, hallo zusammen. Willkommen bei meinem neuesten Video. Ich bin der Tech-Pirat. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das freut mich. Heute zeigen wir euch mal diese kleine Drohne. Wir haben auch schon ein paar Aufnahmen gemacht, die ich euch gleich im Video zeigen werde. Alles andere seht ihr jetzt hier. Ja, wunderbar. Also die Drohne besteht aus einem Koffer. Das ist schon mal sehr schön, denn dann kann man die sehr gut mit transportieren. Wer hätte das gedacht? Ein wunderbarer Koffer. Macht auch einen sehr stabilen Eindruck. Von daher alles sehr schön. Was mir auch positiv aufgefallen ist, fangen wir erstmal mit dem Positiven an, ist, dass die zwei Akkus hat. Das heißt, man kann die unabhängig voneinander laden. Hier gibt es dann schon den ersten Nachteil. Die brauchen ein spezielles Ladegerät. Finde ich jetzt nicht so gelungen, hätte man vielleicht auch einen anderen Anschluss dran machen können, aber hier gibt es jetzt so ein spezielles Ladegerät. Sollte das Ladegerät mal kaputt gehen, ich weiß nicht, ob wir das dann so einfach neu kriegen. Aber insgesamt ist die Drohne für den Preis, die liegt so um die 200 Euro, ich glaube 170 oder so, als ich die gekauft habe, sehr hochwertig und vor allen Dingen auch sehr leicht zu bedienen. Das hätte ich also so gar nicht erwartet. Denn die Drohne hat einen GPS-Empfänger, der hier über die Fernbedienung angezeigt wird, Funktionen und so weiter auch angezeigt wird. Das macht das Leben ganz schön einfach. Denn wenn die einmal die Position hat, dann kann die die auch alleine halten. Wir haben jetzt hier ein bisschen mit Wind gearbeitet, also mit ein bisschen Wind dabei. Und ich war überrascht, dass der sich trotz des Winds, der da hin und her geht, immer versucht hat, die Position zu halten. Das ist schon mal wunderbar. Was mir nicht so gut gefällt, aber es scheint halt tatsächlich notwendig zu sein. Ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Drohnen auch so ist, aber hier ist es so. Ist also meine erste Drohne. Wir müssen immer, bevor wir starten, hier so eine komische Anleitung durchgehen. Ich hatte die Anleitung erst übersehen, weil das so ein Zettelchen war. Ja, denkst du, komm, das ist so ein Verpackungshinweis, ne? Hab dann versucht, mich anhand der ausführlichen Anleitung da durchzuangeln. Und es war ein sehr weiser Entschluss von dem Hersteller, diesen gelben Zettel nochmal dazu zu packen. Denn hier gibt es zwar auch eine Anleitung und wenn ich mich jetzt recht erinnere, sogar in Deutsch, genau. In mehr oder weniger gutem Deutsch. Aber die ist etwas komplizierter aufgebaut. Deswegen ist diese einfache quasi Abhandlung von Reihenfolgen ist wesentlich einfacher. Was ist da zu machen? Ich gehe da extra drauf ein, weil es dann doch mir ein bisschen Arbeit gekostet hatte, das rauszufinden. Man muss hier die Drohne sozusagen justieren, also einnivellieren. Das heißt, jedes Mal, wenn die Drohne gestartet wird, dann muss der Kompass hier nivelliert werden. Und das kann man dann anhand dieser wunderbaren Anleitung machen. Hast du gestartet? Hast du geschafft? Das fand ich sehr lustig, ne? Ich glaube, Lynn und ich haben jetzt hier, während wir die Kamerapause hatten, besprochen, dass wir euch das mal zeigen. Weil das ist doch gar nicht so einfach. Und wenn was nicht einfach ist, dann muss man sich ein Video angucken auf YouTube und dann kriegt man das erklärt. Als erstes macht man das Bedienteil an. Dann blinkt das wild durch die Gegend, weil es jetzt nichts findet. Das ist schon mal ein ganz guter Hinweis. Oh, kann man das sehen? Nein, glaube ich nicht. Doch. Dann kann man die Drohne anmachen. Die Drohne drückt, hält man so lange gedrückt, bis alle vier Lichter einmal an waren. Wenn das dann der Fall ist, dann sollte normalerweise das Bedienteil und die Drohne gepaart werden. Das signalisiert man, Drohne ist an, indem man einmal nach unten macht. Jetzt hat er kapiert, jo, Drohne ist da, hat also die Verbindung hergestellt. Und jetzt fordert er uns auf, dass wir die Drohne einmal so drehen. Und wenn das erfolgreich ist, wie jetzt, dann piept er. Danach fordert er uns auf und da muss man genau darauf achten, dass wir die Drohne hochkant stellen. Ich hoffe, er hat jetzt trotzdem, das war glaube ich nur das Signal, dass er das GPS gefunden hat und dass wir die dann, sorry, jetzt habe ich es schon wieder falsch gemacht, so drehen. Das ist nämlich das Komplizierte. Ja. Und jetzt hat er es dann geschafft. Wenn er es dann am Ende zweimal bestätigt hat, beziehungsweise jetzt einmal nochmal das andere gedrehe, dann machen wir einfach den nach hinten. Bestätigen sozusagen die Kalibrierung und kann dann durch Bedienen der beiden Tasten, so Mitte unten, die Drohne starten. Oder wieder ausmachen.
wenn man das weiß, gar nicht so kompliziert. Aber bis man das wusste, also ich habe ein bisschen gebraucht, vielleicht liegt es auch an mir, kann man ja nicht sagen. Weiß man ja nicht. So. Für die einzelnen Bedienelemente auf der Fernbedienung gibt es hier diese Anleitung, kann man da so drüber legen, wenn man möchte. Aber man braucht die, glaube ich, nicht. Die sind sehr innovativ. Hier gibt es auch einzelne Bezeichnungen, wie man damit arbeiten kann. Die Drohne hat nämlich die Möglichkeit, erstmal so ein Landemodus kann man so einen Knopf drücken, dann geht sie sofort gerade runter und landet. Und dann hat die Möglichkeit, dass man hier den GPS auch ausschaltet, falls man mal kein Signal hat. Das ist ja, findet dann zum Beispiel in der Wohnung statt, wenn man seine Drohne mal in der Wohnung fliegen lassen will. Kann man machen, muss man aber nicht. Oder es gibt hier einen Follow-Mode, da kann die Drohne einem folgen. Oder sie bleibt in einem Umfeld. Das Ganze wird wunderbar unterstützt durch eine schöne App. Ich habe euch da ein paar Videos mitgemacht. Ich zeige euch gleich auch mal die Bedienteile auf der App. Ja, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen, mal ins Eingemachte und schauen uns die Flugeigenschaften an. Stelle bleibt, ne? Außer der Wind kommt. Ja, hier testen wir weiter. Und wie man sieht, es wählt selber, wenn man das jetzt so nutzen möchte für die Aufnahmen später, ist dann schon etwas unruhig. Also wir haben hier verschiedene Aufnahmen mal getestet, direkt von der Kamera. Sehr komfortabel, möchte ich sagen, denn man kann hier wunderbar die App benutzen. Da kann man sich also die App runterladen, steht in der Anleitung. Und mit Hilfe dieser App hat man dann ganz einfach die Möglichkeit, die Drohne zu verbinden. Der fordert also einen auf, die Wi-Fi-eigene oder das drohneneigene Wi-Fi zu verwenden. Und dadurch haben wir hier ganz leicht dann die Möglichkeit, die zu steuern. In der App selber, da sind verschiedene Bedienelemente. Da kann ich dann starten der Aufnahme, stoppen Aufnahme und so weiter und sehe halt auch live immer sofort, was ich da aufnehme. Ich habe auch versucht, nach dieser Aufnahme mal zu steuern. Das ist also sicherlich auch möglich, weil die Reichweite der Drohne ist ja schon größer, denn ich sag mal, solange das Wi-Fi-Signal geht, ich weiß jetzt natürlich, ich habe es nicht getestet, wie weit, weil dann geht es ja auch verloren. Ich hatte nur gelesen in der Anleitung, sollte sie den Kontakt verlieren, kommt sie entweder zurück oder landet sofort. Und hier sieht man wieder die Besonderheit, dass wenn man die einmal positioniert, dass sie tatsächlich hier durch das GPS-Signal ihren Standort versucht zu halten. Auch die Steuerung, bitte beachtet, dass wir ja hier ganz am Anfang sind und gerade erstmal ein bisschen geübt haben, ist schon super einfach. Wenn man sich da konzentriert, die beiden Sticks nicht zu sehr hin und her reißt, dann geht das schon. Also der meiste Einfluss, der jetzt hier entsteht, ist tatsächlich durch die leichten Böen, die bei uns kommen. Und da kann man natürlich nichts dran ändern, aber ich sag mal, alles gut. Was auch sehr schön ist, das ist, dass die Drohne hier sehr gut die Stürze ab kann. In dem Drohnenpaket selber sind Ersatzpropeller dabei, die man dann auch mal austauschen kann.
Aber die Propeller insgesamt sind sehr unempfindlich. Sie sahen zwar nach kürzester Zeit schon sehr zerkratzt aus, aber sie funktionieren und sie scheinen auch nicht direkt zu brechen oder kaputt zu gehen. Also das hat mir sehr gut gefallen und es ist auch, wie gesagt, genug Ersatz dabei. Ersatzteile an sich werden sicherlich später dann auch bei Amazon verfügbar sein. Die ganze Drohne ist bei Amazon verfügbar. Ihr könnt die gerne dann da erwerben. Ich werde euch den Link unten in die Videobeschreibung packen. Und dann könnt ihr auch mal schauen, was die dann zu dem Zeitpunkt kostet, wo ihr euch das Video anguckt. Sollte euch jetzt hier der Müll bei uns ein bisschen aufgefallen sein auf dem Hof, dann liegt das daran, dass wir gerade ja die Corona-Time haben und in der Zeit können wir jetzt nicht so viel oder sollen wir ja nicht so viel raus. Und wir haben gerade einen neuen Kühlschrank geliefert bekommen und der Lieferant, in dem Fall ein großer bekannter Verkaufsladen, der hat in seiner Mail durch angekündigt, dass er die kontaktfreie Übergabe der Ware wünscht und auch kein Müll oder Altgerät mitnimmt. Und jetzt haben wir natürlich den Müll und das Altgerät hier im Garten liegen und warten darauf, dass wir es später dann entsorgen können. Die Steuerung hat oder ist auch der Linie meiner Großen sehr gut gelungen. Die Kleine, die Sina, hat auch mal versucht damit zu steuern. Das ging also auch schon ganz gut. Es ist eine reine Konzentrationssache. Also man muss sich letztendlich nur konzentrieren. Man muss darauf achten, dass man konzentriert Richtung Kameralinse fliegt. Das heißt also, ich kann ja auch die Drohne komplett drehen, bin aber natürlich dann immer gezwungen, in Richtung Kameralinse zu steuern. Und da kann man sich es am Anfang natürlich einfacher machen, indem man die Kamera in Richtung Flugrichtung hält, dann fällt einem das Steuern schon wesentlich einfacher. Ja, das war's eigentlich dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und hat euch erstmal einen kleinen Eindruck von dieser Drohne verschafft. Preis-Leistung passt hier auch. Da haben die Chinesen sich mal wieder ein bisschen Mühe gegeben. Gott sei Dank, ist doch super. Unsere Kinder kommen damit zurecht. Mal gucken, ob ich die zukünftig bei dem einen oder anderen Video mal einsetze. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Ich denke mal, für den einen oder anderen Effekt könnte das gut sein. Dazu wäre natürlich wünschenswert, wenn die Folgefunktion dann auch funktioniert. Ja, hier seht ihr sie nochmal im Koffer. Dann kann ich euch auch nochmal ganz kurz das passende Zubehör dazu zeigen. Und am Ende zeige ich euch dann auch nochmal das besondere Ladegerät. Wie gesagt, das finde ich jetzt nicht so gelungen, aber scheint hier bauartbedingt wohl das Problem zu sein. Und naja, gut, das ist jetzt ein ganz kleines Manko. Ja, das war es dann auch schon mit dem Drohnenvideo. Wie gesagt, ihr findet den Link zum Artikel unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, bleibt gesund, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, sollte euch das Video gefallen haben. Wie immer Daumen rauf und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.